Hi Leute, willkommen zurück zu Alan Wake 2. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß, gestern waren ganz schön viele Parts. Heute werde ich das etwas reduzieren, nicht mehr ganz so viele. So, wir schauen mal ganz kurz, was gibt es hier noch zu tun am Cauldron Lake? Wir haben noch einen Kinderreim. Wir brauchen eigentlich noch den Schlüssel für diese Behälter. Und da oben habe ich das Passwort noch nicht. Ja, wir gucken mal. Was denn? Was ist das? Ja, was ist das? Na gut, gucken wir uns später mal an. Ich habe hier eben noch eine Kiste gesehen, als ich runtergeschaut habe. Mal sehen, was da drin ist. Oder ob ich die jetzt überhaupt direkt aufkriege. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Sehr schön. Rock, Rock, Tree, are you bright enough? Stein, Steinbaum, bist du ziemlich helle. Warte mal, hier stehen die Zahlen drauf, also auf dem Baum. 6 plus 2 sind 8. Wo war das auf dem Felsen? Hm, 5. Also 5, 5, 8 oder was? Ne, hier ist ja auch noch 3 plus 3. Also Rock, Rock, Tree. Warte nochmal, das sind dann 8. Dort sind 5 und hier sind 6. Nee. Warte mal, Rock Rock Tree, das sind. Auch nicht richtig. Ah! Okay, also die Reihenfolge war halt entscheidend. Gehörst du zu uns oder zu ihnen? Also wieder dieser gute Kram. Ich hätte aber gerne mehr Munition gehabt. So, warte mal. Nach dem Abschluss des Reims erschien eine dunkle Substanz. Warte mal. Was sind das für Dinger? Das ist jetzt gerade die Kinderreime, ja. Okay, ich raff das auch nicht so ganz. Nein. Hä? Okay. So. Ein Talisman, der am Ort des Reims erschien. Hm. So. Die Nachstellung des Reims ändert die Umgebung. Und? Reim in der Nähe vom Fluss des Cauldron Lake. So, dann haben wir noch Kultverstecke. Und Mord im Cauldron Lake. Fall abgeschlossen. Nightingale verschwindet für 13 Jahre. Taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Hm. Ich habe jetzt schon mal die Kommentare so überlesen, also bei 4 Videos, ne, sind einige. Aber manchen gefällt das Spiel leider gar nicht so. Die werden jetzt auch nicht mehr zuschauen. Das finde ich natürlich schade, weil ich finde es mega gut. Mir macht das richtig Spaß hier. Aber ich kann es auch verstehen. Es ist halt wenig Action. Es ist mehr... Der Horror-Aspekt ist ganz groß, finde ich. Aber mehr so Horror Richtung unangenehm. Und... Ja, ich weiß nicht. Natürlich ist halt nicht jedermanns Geschmack, das Ding hier. Ist aber auch okay. Also... Ich finde es halt echt gut, dass sie nicht so ein massentaugliches Action-Geballer gemacht haben. Ich finde nur, es hat so ein paar Krankheiten, die hoffentlich noch gefixt werden, aber naja. Ein Mutgeheld verließ sein Haus und zog in die Welt hinaus. Ich muss es nochmal auf Englisch stellen, sonst macht es wieder keinen Sinn. Es ist echt...
Interface? Ja. The hero brave and strong left home to right a wrong. From the woods came the wolf so greedy and hungry that he ate what he found in the house without a host. The hero returned to find she'd lost the thing she loved the most. The hero brave and strong left home to right a wrong. Vielleicht mit dem Boot? From the woods came the wolf so greedy and hungry that he ate what he found in the house without the host. Nee. Ach, sind nur zwei? Okay, dann ist gut. Oh. Macht Sinn. Ja, nicht wirklich. Was ist jetzt passiert? Irgendwas im Haus oder wie? Ah. Was ist denn passiert? Kinderreimer. Reimen von Hölle zum Außenbereich. Ja, was ist passiert? Würde ich gerne wissen. Immer noch zwei Stück hier im Cauldron Lake. Ach, die Spuren. Das ist lächerlich. Warum ist das lächerlich? Du siehst doch, dass es wahr ist. Soll ich mir die Spuren nicht angucken? Oh, shit. Noch ein Talisman für mein Armband. Ist da bestimmt unten auch noch einer aufgetaucht. Wie mache ich denn mal das? Nee, so nicht. Wie habe ich nochmal... Ach, mit Steuerung. Rette dich vor dem Tod, wird dabei aber zerstört. Okay. Naja, das... Ich glaube, den hebe ich mir erstmal auf ein bisschen. Sind die Spuren jetzt eigentlich hergekommen? Von hier. Wir sind jetzt beim Auto, Anderson. Wie läuft's da unten? Ich glaube, ich bin hier fertig. Sehen uns am Parkplatz. Ah. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Oh nein. Geh bitte einfach. Oh? Noch ein Talisman. Ah. Gut, dass Logan mir dieses Armband gebastelt hat. Oh shit, es sind mehrere. So, erstmal quicksaven. So. Oh, jetzt gucke ich mir erstmal an. Erhöht die Dauer der Leuchtfackel und den Wirkungsbereich. Sehr schön. Yeah, Formen füllen. Ich habe drei Anhängerchen. Sieht man die auch an ihr? Ne, sie hat gar keinen Talisman an. Naja. Oh, so, jetzt rennen wir erstmal schnell zurück. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die anderen Sachen aufbekomme. Also die Kästen oder oben im Haus, diesen Code. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Erstmal schnell nach Bright Falls zurück. Ah, komm, jetzt habe ich hier. Alles klar, warte mal. Dann werde ich das mal ganz kurz neu umbelegen.
So. Ach, die stapelt sie, aber die nicht, oder was? Nee. Stapeln wir nur zu zweien immer. Aber hey, kein Problem. Hab ja genug mittlerweile von allem. Obwohl ich die Kämpfe auf schwer halt wirklich echt hardcore finde. Die sind... Die haben es schon in sich, die Dinger. Witch's Hut. Aber warum ist das schon wieder so... Von der Performance so ein bisschen kacke? Wieder Ostereier. Hier vielleicht noch was? Nee. Oh nein. Ich hab's doch gewusst, ich höre hier was. Das ist dann die Abkürzung hier, ne? Um das Warenhaus rum. Ja. Das Spiel heißt übrigens Control, was ich die ganze Zeit gesagt habe, Leute. Control, Mann. Hier sind die ganze Zeit diese Dinge, aber ich... finde... die Box nicht. Leider keine. Und nein, ich habe die Anspielung mit dem FPC wirklich nicht verstanden. Also, war das die Behörde von Control, FPC? Vulkanisches Gesandter. Einen Zaun! Oha. Was war das für Munition? Was ist Schrotmunition? Das siehst du, von der findet man nicht so viel. Ja, anscheinend doch. Sonne aber auch hier wirklich gar nicht untergehen will. So. Was denn? Okay. Es ist offen. Warnung. Aktivität erkannt. A, W, E. Ereignis im Gange. Cauldron Lake. Was soll A, W, E bedeuten? Casey, was genau ist die Aufgabe des FPC? Als ich nach New York nach unserem Freund hier suchte, tauchte ihr Name auf. Ich forderte sie auf, mir alle Akten über ihn zu geben, aber ich wurde abgewimmelt. Sie tauchen immer auf, wenn etwas Abgedrehtes passiert. Sie sind hier präsent, aber suchen wir jetzt unseren Autor. Wie wär's damit? Also ist das wirklich die Agentur von Control? Wie geil ist das denn bitte? Wartungshinweis. Eindeutige Anzeichen von Manipulationen.
Das Signal wurde auf einen Sender umgeleitet, der nicht zu unseren gehört. Ich habe das Problem behoben, sodass alle Meldungen bei uns ankommen, aber es ist definitiv besorgniserregend. Ich werde einen Bericht für die Ermittlungsabteilung erstellen. Ich lasse das hier, für den Fall, dass nicht ich mich um die Reparaturen kümmere. Wenn du das hier liest, überprüfe alles auf Manipulation. Vielleicht sollten wir das ganze Ding in ein Metallgehäuse einschließen, damit sich die Waschbären nicht mehr daran vergreifen. Stephen Lin, Cheftechniker. Ich glaube auch nicht mal, dass das hier eine so eine Easter Egg-Anspielung ist. Es ist halt wirklich, also wie, so wie bei Max Payne zum Beispiel, mit dem Regen. It's not the fall that stops you, it's the sudden stop at the bottom. Sondern es ist halt wirklich verknüpft miteinander und das finde ich total geil, dass Remedy ihre Spiele so miteinander verbindet irgendwo. Mich würde es nicht wundern, wenn er wirklich Max Payne in, also anderer Name, er ist ja Alex Casey. Aber wenn er wirklich Max Payne ist und irgendwie auch schon so eine Ballereigeschichte hinter sich hat, so eine Noir-Detektivgeschichte. Finde ich mega gut sowas, ich liebe das. Ich liebe, liebe, liebe das. Vor allem, wenn es irgendwie noch schlüssig ist, mit, wie mit Control hier. Das habe ich mir sagen lassen, dass es halt wirklich eng verwoben ist mit Alan Wake. Weil es hier auch so Ereignisse gibt, die sehr, sehr seltsam sind. Also ja. Dass wir die ganze Zeit hier Leute abknallen, davon redet übrigens überhaupt nicht jemand. Ja, was? Eins? Warum muss ich eins drücken? Ich verstehe die Tastaturbelegung manchmal nicht. Mr. Wake, wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du nochmal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Dieser Kaffee. Das mit dem Kaffee ist übrigens auch eine Anspielung, habt ihr mir gesagt. Den Kaffeetrinker aus Twin Peaks. Das wirkt auch gerade so ein bisschen möchten komisch. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Puh, Scheiße. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja. Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn.
erinnere mich. Ich erinnere mich. Danke, danke. Willkommen. Willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer begleitet uns unsere Hausband, die Old Spätabend. Dann leg mal los, ihr verrückten Wikinger. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. Initiation 1. War ich bereits in der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Warum ist hier Licht? Heißen wir nun Alan Wake willkommen, den Bestseller-Autor, das kreative Genie wow. Des äußerst beliebten Alex Casey-Bücher, den Meister des Verbrechens und des Horrors. Ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Alan Willkommen, Alan Wake. Wow! Ha! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja. Ah. Oh Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Ein neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lang im Writers' Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was das ist kein See, es ist ein Ozean wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ich, ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann! Verdammt gute Vorstellung! Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers' Room, gefangen. Und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff.
Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh, wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Dom, dom, dom. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Oha. Wie geil das einfach mal ist, oder? Also, ich find's geil. Die ganze Meta-Sache, dass hier alles so überblendet. Hallo? Raum und Realität. Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich musste nach Hause. Zu Alice. Ja, das... Darauf warte ich ja schon so lange, dass er eben wieder mit seiner Frau vereint wird, die er ewig gesucht hat. Kommt mal, die Old Gods of Asgard! Und habt ihr die Kaffeetassen gesehen? Das war die von Oh Dear Diner, also... Das Ding aus Bright Falls, das Café. Ach, hier ist seine Markierung. Ne, eine Markierung. Also ist er immer noch gefangen irgendwie oder ist er jetzt frei? Ich verstehe es nicht so ganz. Aber er ist doch physisch in der Welt, in der auch Saga und Alex Casey sind. Also Saga Anderson, unsere FBI-Agentin. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe ihm ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Und Mr. Dor, war das nicht auch irgendwie so eine Figur, so eine Erzählung? Sparte Open ist eine Lüge. Old Gods of Asgard. Ah, wie geil! Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. 665, Neighbor of the Beast. Ja, natürlich klingt er vertraut. Das war eines der geilsten Konzerte auf der Farm von den Jungs. Ah, Poets of the Fall. Tolle Band, aber ich kann leider gar nichts zeigen hier an Musik. Mr. Dor. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Dor gehört. Nichts schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Was denn da? My Interpretation of Many Worlds, Dr. Caspar Darling. Es war doch der von dieser Heilanstalt, in der wir uns befunden haben. Meine Interpretation von viele Worte. Hä? Many Worlds, nicht Words. Viele Welten. Was? Wie? Warum? Wie kann man sowas falsch übersetzen? Worlds, nicht Words. Egal. Ist mir jetzt egal. Oh. Brauch einen Code. Hey! Jemand hat mich eingesperrt! Hallo! Scheiße. Jetzt muss ich den Code selbst finden. Toll. Okay. Dachte, 187 könnte funktionieren. Dunkel hier. Guck mal, die Uhr steht auch auf 10 nach 2. 2 nach. Also 10 nach 10, meine ich doch. Hier ist sogar ein Foto von den beiden. Ach, guck mal hier. Alan Wake. Oder Sam Lake, besser gesagt. Kennt man die Leute? Ach, guck mal, das sind doch die Old Guards hier, der mit der Augenklappe. Da oben ist sogar der Schauspieler von Max Payne vom ersten. Es ist so geil einfach, wie sie in sich so ein Universum geschaffen haben, mit den ganzen Schauspielern auch. Das ist so toll. Also ich lieb's. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie gesagt, viele finden es ja langweilig, was ich so gelesen habe. Oder einige. Aber ich find's mega gut. Es sind so viele Fan... Also so Fanhäppchen, was man sich so vielleicht gewünscht hat. Super, super gut. Und wie finde ich jetzt die Kombination raus? Ach, da wabert doch irgendwas. Da wabert alles. Okay, vergiss es. Ja,
Ja, wer kennt's nicht? Dieser komische statische Hintergrund, so eine Fototapete. Und der Code. Geht da irgendwie was? Ja, cool. Wo finde ich den? Taschenlampe wäre vielleicht auch ganz schön übrigens. Der Tür ist auch nix. The Worlds. Viele Worte. Eieiei. Wir hätten dran. Dest House. Modest House. The Oldest House, genau. Das Oldest House, das ist doch hier das. Die, das ist doch die Behörde von Control. Alter Schwede, die ganzen Easter Eggs. Oder die Verweise auf das eigene Franchise. Das ist so geil. Das Oldest House, genau so war das. Oh, ich muss Control nochmal spielen, Leute. Ich muss das nochmal spielen, um alles hier zu verstehen. Ach, oh, ich bin so dumm, ne? 665, ja natürlich ist das die Kombination. Ah! Aber so hätte ich das mit dem Oldest House nicht gesehen, immerhin. Ja, ich... den Wald vor lauter Bäumen mal wieder nicht. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Und man sieht sich in Spiegeln. Das finde ich auch sehr cool. Das ist nicht so häufig der Fall bei Spielen. Da sind die immer blind oder stumpf oder kaputt. Slippery floor. War nicht auch Max Payne so eines der ersten Spiele, was die Havok Physik Engine benutzt hat? Oder haben die die nicht sogar erfunden, Remedy? Ich weiß gar nicht. Huch, mach mal zu. Wow. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich musste verschwinden. Die Tür war bestimmt eben abgeschlossen, oder? Warte mal, ich will es nochmal testen. Zur Cafeteria bei dich. Wow. Ja, natürlich. Ja, ich sag ja irgendwie so das Oldest House, die haben ja auch die ganzen Artefakte dort. Das wirkt auch schon so ein bisschen wie SCP, finde ich persönlich. Oh nein, die Finsternis. Sie hat ihn wieder. Er ist wieder im Writer's Room. Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Ja, er ist wieder im Writer's Room gefangen. Initiation Draft 1. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte. Aber auch andere Notizen. Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Ah, das ist jetzt die Story, wie er sich daraus befreit hat. Was jetzt noch kommt, wahrscheinlich. Handlungstafel. Kann ich ranzoomen irgendwie? Ah.
In einem Albtraum aufgewacht. In der Talkshow dachte ich wäre zu Hause in New York, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war gefangen an einem dunklen Ort. Ein Albtraum jenseits unserer Welt. Der Autorenraum war mein Rückzugsort. Was ich schrieb, beeinflusste das, was draußen war. Ich versuchte eine Geschichte zu schreiben, um diesem Ort zu entkommen. Die Geschichte hieß Initiation. In meiner Geschichte habe ich mich selbst projiziert. Ich musste mehr schreiben. Um nach einem Ausweg zu suchen. Ich habe es viele Male versucht, erfolglos. Der Ort ließ mich vergessen. Alles, was Dor gesagt hatte, fühlte sich wahr an. War das ein Teil meines Schreibens oder kam das von irgendwo anders her? Der dunkle Ort gefangen, schreib um zu entkommen. Teil 1 spät abends. Lies mich, Vorsicht, Scratch, Alice. Schreib weiter. Ja. Und so hat er sich vielleicht dann auch rausgeschrieben aus der Geschichte hier, aus dem Writer's Room. Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Willkommen zurück. Wir haben heute eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer. Der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier. Den Bestseller-Autor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los. Wow, die Old Guards. Ist es dein Ernst? Sam Lake wird sogar wirklich genannt, namentlich. Also den Typ gibt's ja in echt, ne, wie gesagt, das ist ja der Leadwriter von Willkommen von Alan zurück Wake. Zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Wow, das Max Payne-Gesicht. Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaption. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super! Murder Case Casey! Gute Arbeit, Sam! Sehr spannend! Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon mehr zu sehen. Moment, stopp! Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Oh, der arme Kerl.
Er sieht dann echt aus wie John Wick, zumindest in der digitalen Variante. Ja. Was geändert? Aha. 5, 6, 5. Nee, da hat sich nichts geändert. Ja, der Code. Der hat sich nicht geändert. Die Dunkelheit lässt uns halt echt nicht gehen. Wahrscheinlich, weil wir viel zu wichtig sind. Komm, Alan, brich einfach durch die Tür und wart nicht so lange jetzt. Kommt wieder. Oh, jetzt geht's. Hallo? Der Hausmeister? Ich habe irgendwas gehört, dass es diesen komischen Hausmeister gab bei Control, der so wichtig war. Aber ich, wie gesagt, ich weiß leider gar nichts von Control. Also bis auf das, was ich gespielt habe, die ersten paar Stunden. Oh. Quatscht da einer im Locus oder was? Dann ist das Office. Okay, ich gehe erstmal auf die Toiletten. Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich Control nicht spielen konnte. Ich meine, ich habe mich damals natürlich auch geärgert. Ist das nicht... Da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Ist das nicht auch ein finnischer Schauspieler? Also ich meine, das sind ja alles Finnen hier, Remedy. Aber... Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Glaube ich zumindest. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Ja, ist übrigens Finnland. Remedy Entertainment. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Warum rollt er das R so? Ich weiß nur, das war eine wichtige Figur in Control. Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Arti, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem egal ist, wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Okay. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Aha. Ach, jetzt bin ich... Ich hab den Autorenraum, ich sehe schon.
Backstage, Bühne, verschlossene Tür. Mr. Door. Werkstatt, Kellerlager, Wäscherei. Dass es nicht alles so gibt. Abkürzung zum Keller. Ist aber natürlich verschlossen. War da zugestellt besser. Alan Wake. Sogar er hat hier ein kleines Räumchen. The Hard-Boiled Diet. Nur Eier essen oder was? Sehr gut fürs Cholesterin. Also gar nicht gut, wenn man nur Eier isst. Exit. Ja, wo geht's denn? Ach, hier geht's zum Keller. Warte. Hier geht ja gar kein Weg durch. Arti. Basement. Wie gesagt, ich find's geil. Manchen wäre das jetzt wahrscheinlich wieder zu wenig Action, aber ich find halt... Ja, wie er sagte, es ist so Meta! Das finde ich halt echt toll. Warum höre ich denn hier unten noch so laut? Das ist irgendwie gruselig. Aber ich glaube, Arti war ein guter. Was denn? Das für das Dierfest? Und Elchkopf? Oh Gott, ist hier dunkel in der Ecke. Wow. Das Spiel ist generell sehr düster, aber muss ja. Spielt ja mit diesem Licht- und Schattending, ne? Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Oha. Hat der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Sieht aus wie so eine Preisstatuette, ja. Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Okay. Ah, das hat ja eine Tasche. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Verwende die Engelslampe, um Lichter zu verschieben und neue Wege zu offenbaren. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Wow. Das ist so cool, ne? Oh. Kann ich die irgendwie rausholen, die Lampe? Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Wow. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Wie geil das ist! Die haben einfach mal zwei verschiedene Räume hier gebaut und die lappen ineinander über und noch dieser Autorenraum. Kein Wunder, dass das Ding so einen krassen Hardwarehunger hat. Und im Prinzip ist ja alles, wird alles gleichzeitig hier bearbeitet. Voll gut. Ah.
Okay, da geht die Treppe aber hoch. Es ist ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, es geht auch nicht darum, dass man jetzt die krassen Rätsel löst, sondern einfach nur... Ich musste einen anderen Ausgang finden. Ah. Ja, dass man einfach nur hier durchkommt irgendwie. Wow. Oha. Hier brauche ich wohl Licht. Okay. Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe. Die Lampe, von der der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Boah, krass. Talkshow. Einfach krass. Ja, ich würde aber sagen, damit belassen wir es mal für diesen Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir Liebe da und wir sehen uns wieder zu Alan Wake 2. Bis dann, ciao.